Servus Sportsfreunde, bevor die Saison richtig losgeht und sich hier wieder alles oder beziehungsweise mehr um Motorräder an sich dreht, gibt es von mir noch ein paar Zubehörtipps. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr in den letzten Wochen, jetzt so kurz bevor das Motorradjahr wieder losgeht, auf der Suche nach Zubehör wart, um euch die kommende Saison etwas angenehmer und leichter zu gestalten, als das vielleicht letztes Jahr der Fall gewesen ist. Und daher gibt es jetzt von mir drei Tipps für drei Produkte oder drei Zubehörteile, die mir im letzten Jahr besonders gut gefallen haben. Ihr seht, ich stehe im Lederkombi. Das ist natürlich nicht ohne Grund so. Zum einen, ganz klar, Entzugserscheinung, das ist ein Grund. Aber hauptsächlich geht es um das, was ich drunter trage. Und zwar ein Windstopper von Gore. Den habe ich bei dem Motorrad, bei den Zweirad-Fahrradkollegen gefunden. Denn wer kennt das nicht? Renntraining gebucht, Saisonbeginn relativ früh und man hat einen perforierten Lederkombi dabei und die ersten Turns morgens sind noch arschkalt. Da wird die Sache relativ unangenehm. Ähnliche Situation ist es zum Beispiel bei einer Alpentour etc. Also jedes Mal, wenn man so mit Temperaturschwankungen zu kämpfen hat und nur perforiertes Leder dabei hat, kann es sehr, sehr unentspannt werden. Und da wirkt dieses Teil tatsächlich Wunder, denn wie gesagt, es ist ein Windstopper, sehr, sehr eng anliegend. Und der Mehrwert oder das Besondere bei diesem Teil ist, dass es diesen Windstopp, dieses Windstoppgewebe nur auf der Vorderseite hat. Also quasi Brustbereich, Arme und Rücken und die inneren oder die hinteren Arme sind mit normalem Mischstoff. Das heißt, man schwitzt kaum und besonders auf dem Rücken ist das natürlich eine feine Sache, da man ja da normalerweise den Protektor trägt und es eh ein bisschen wärmer wird. Und ihr habt eine ziemlich gute Luftzirkulation, echt eine feine Sache und hat sich bei Temperaturen unter 10 Grad und auch Nieselregen absolut bewährt, eine feine Sache. Es gibt ähnliche Produkte natürlich auch im Motorradbereich, zum Beispiel von EDZ Shell, kostet um die 70 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, ist bei dem Teil genauso. Allerdings habe ich es mehrmals gefunden für um die 40 und ich packe euch auch einen Link hier in die Videobeschreibung, wo ihr das Produkt relativ günstig bekommt. Da, wo ich es auch geschossen habe, war Ola, heißt dieser Versandladen. Hab nichts mit denen zu tun, ist einfach nur ein Tipp. Günstiges Geld, 40 Euro, um die 40 Euro. Echt eine feine Investition. Kann ich euch nur empfehlen. Passt in jede Tasche, passt unter die Motorradrückbank. Also falls es mal zugig wird, das Ding einfach übergeschmissen, passt. So, für Tipp Nummer 2 wieder raus aus dem Lederkombi, denn jetzt geht es um dieses coole Teil, die Ojo Sled Sporttasche. In unserem Fall natürlich Motorsport, beziehungsweise Motorrad-Motorsport. Und die möchte ich empfehlen, weil ich sie letztes Jahr ausgeliehen bekommen habe vom Lenny Henning, vom Nutella Racing Team, für eine Reise, die ich für einen Test machen musste. Und war auf Anhieb von dem Ding begeistert. Lenny, vielen Dank nochmal an der Stelle, das darf ich nicht vergessen. Genau, und wie gesagt, war von dem Ding begeistert, denn es hat alles aufgenommen und man kriegt einfach alles rein, was man braucht, wenn man fürs Motorradfahren verreist. Sei es jetzt Helm, Lederkombi, Stiefel, Klamotten zum Wechseln, man ist ja nicht nur auf dem Motorrad unterwegs, das Ding schluckt einfach alles. Und das zeigt sich auch schon ein bisschen an den Abmessungen, knapp 90 cm lang, 40 hoch, 40 breit, also jede Menge Volumen und Stauraum, um Sachen unterzubringen. Und trotz der Größe lässt sie sich aber ziemlich gut handeln, weil sie halt einfach so einen typischen Kofferauszugriff hat, coole Rollen und jede Menge Laschen und Schlaufen, an denen man das Teil gut packen kann und ist damit im Handling sehr, sehr angenehm. Und egal, ob das jetzt am Flugzeug ist oder man das Ding in den Transporter schmeißt, hat man eigentlich keine Probleme damit. Leergewicht 6 Kilo, voll natürlich ein bisschen mehr, kommt immer drauf an, was ihr reinpackt. Und ich habe mir im Hintergrund mal vorbereitet, was ich so an Equipment brauche, wenn ich unterwegs bin. Also Motorradsachen natürlich, Lederkombi etc., Helm, Stiefel, Protektor und Handtuch, Kulturbeutel, Klamotten für 5 Tage. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie praktisch das ist. So schnell kann es gehen.
alles drin, was man für eine längere Reise braucht. Und wie gesagt, von meiner Seite aus bedingungslos zu empfehlen. Ich muss dazu sagen, der Preis ist mit ab 200 Euro, je nach Design, relativ hoch. Aber der Nutzen ist wirklich so groß, dass sich die Investition meiner Meinung nach absolut lohnt. Last but not least, Tipp Nummer 3. Und diesmal gibt es einen Technik-Tipp für diejenigen von euch, die während dem Motorradfahren Videos machen, filmen und vielleicht dabei sogar moderieren wollen. Action-Cams gibt es ja jede Menge am Markt. Ich glaube, die großen Namen und großen Marken kennt jeder von euch. Und für jedes Produkt gibt es inzwischen auch ein günstiges Pendant vom China-Markt, sage ich jetzt mal. Die haben mit Sicherheit alle ihre Daseinsberechtigung und funktionieren ganz gut. Ich möchte jetzt hier an der Stelle aber eine Kamera empfehlen oder beziehungsweise eine Marke empfehlen, die sich in den letzten 2 Jahren durch ihre Features für mich ganz klar positiv hervorgetan hat. Und zwar sind das die Kameras aus dem Hause Drift. Wie gesagt, benutze ich jetzt seit 2 Jahren vorwiegend das Modell Ghost S. Und großer Vorteil bei der Kamera meines Erachtens ist zum einen, dass sie ohne externes Gehäuse auskommt und trotzdem wasserdicht ist. Man kann damit nicht tauchen gehen, wie das bei einer GoPro zum Beispiel der Fall ist oder bei Kameras mit externem Gehäuse, aber das ist für Motorradfahrer ja auch nicht so wichtig. Was sehr schön ist, es lässt sich ohne Probleme ein externes Mikro anschließen. Macht Sinn, wenn man eben während der Fahrt ein bisschen was erzählen möchte, und das geht bei der eben sehr, sehr einfach. Sie hat ein sehr simples Montage- und Clipsystem, um sie an den entsprechenden Haltepunkten anzubringen. Sieht so aus, kann man einfach aufschieben, festklippen, hält bombenfest, ist vibrationsunempfindlich, super Sache. Und für mich aber ganz klar das Killer-Feature ist die Tatsache, dass sich die Linse drehen lässt. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt mit dem Motorrad unterwegs bin und eben in Blickrichtung filme und vielleicht dazu auch erzähle und dann mich dazu entschließe, einen Perspektivwechsel zu machen und die Kamera am Motorrad anzubringen, habe ich den Haltepunkt ja in der Regel in einer anderen Orientierung. Und in dem Fall ist es einfach so, dass die Kamera mir die Möglichkeit bietet, die Linse zu drehen und ich ganz, ganz einfach die Perspektive wieder in die richtige Richtung und in Fahrtrichtung einstellen kann und ohne groß mit der Halterung oder irgendwelchen Fixierungssystemen mich rumärgern zu müssen. Großer Vorteil hier. Was ich noch dazu sagen muss, ich empfehle euch jetzt nicht unbedingt diese Kamera zu kaufen. Die Ghost S gibt es jetzt schon ein paar Jahre, ist zwar mit 12 Megapixel und 1080p immer noch absolut brauchbar, aber es ist schon ein 4K-Modell angekündigt, das jetzt in den nächsten Wochen hoffentlich auf dem Markt erscheint. Also falls ihr eine Kamera mit den entsprechenden Qualitäten oder den entsprechenden Features braucht, wartet noch ein bisschen, behaltet den Markt im Auge. Ich werde aber auch, sobald es hier was Neues gibt, hier in der Videobeschreibung den passenden Link und eine Info posten, falls sich da was getan hat. So, das war's für den Tipp von heute. Zu allen 3 Produkten, die ich jetzt hier angesprochen habe, werde ich noch ein paar Informationen hier in der Videobeschreibung posten, sodass ihr im Bilde seid, falls sich an dem Angebot irgendwas ändert, wenn die neue Drift kommt, wird es hier auf jeden Fall notiert. Und falls ihr Fragen habt, schreibt einfach einen Kommentar oder eine Nachricht und lasst mich wissen, wie das Video gefallen hat. Und wenn ihr mehr davon wollt, Kanal abonnieren und immer auf dem Laufenden bleiben. Bis bald!